Hallo, ich bin Angela und herzlich willkommen zu meinem kleinen Selbstbräunungsexperiment. Ich habe das Gefühl, seitdem der ganze Hype um SPF gestartet ist, hat auch der Selbstbräuner wieder mehr an Bedeutung gefunden. Und ich finde den Hype um den ganzen SPF auch super gut, denn ich selber habe zum Beispiel früher viel zu selten und viel zu wenig darauf geachtet, dass ich mich ordentlich eincreme. Deshalb versuche ich jetzt wirklich dieses aktiv in die Sonne legen zu vermeiden, aber trotzdem möchte ich natürlich nicht auf eine schöne Bräune verzichten. Vor einiger Zeit habe ich deshalb schon mal das Selbstbräunungskonzentrat von Clarin ausgetestet und ich fand das wirklich grundsätzlich sehr gut. Allerdings war es mir mit, ich glaube, fast 30 Euro viel zu teuer. Deshalb habe ich mir jetzt mal in der Drogerie das Sundance Bräunungskonzentrat von DM geholt. Das ist eine Eigenmarke und das testen wir heute mal zusammen. Damit ihr wirklich ein eindeutiges Ergebnis seht, habe ich wirklich 3 Tage am Stück diesen Selbstbräuner hier benutzt. Das müsst ihr natürlich absolut nicht so machen. Ich wollte es nur so machen, dass wir wirklich einen Unterschied sehen am Ende. Und dann habe ich auch jeden Tag ein Foto für euch festgehalten. Vielleicht mal ganz zu Anfang. Was macht denn Selbstbräuner überhaupt? Selbstbräuner enthalten meistens einen Bräunungsstoff, der nennt sich DHA. Und die Zuckermoleküle da drin verbinden sich dann beim Auftragen mit den Proteinen in der ersten obersten Hautschicht. Und dadurch entsteht dann ein Farbstoff, durch den sich die Haut dann schön sommerlich braun färbt. Selbstbräuner ist für mich daher eine super tolle Alternative. Ich finde aber, man braucht ein Produkt, das wirklich gut zu einem passt. Einerseits vom Braunton her, aber auch von der Anwendung her, dass es nicht fleckig wird. Ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, dass ich hiermit absolut gar nicht sagen möchte, dass man nur gut aussieht oder besser aussieht, wenn man sich Selbstbräuner ins Gesicht klatscht oder sich in die Sonne legt und braun wird. Das erstmal schon gar nicht. Sondern ich möchte euch einfach nur eine Alternative aufzeigen und testen mit euch, falls ihr Bock habt, euer Gesicht oder euren Körper ein bisschen zu bräunen. Und falls ihr das so wie ich für euch persönlich schön findet, dann kann das Video hier vielleicht ein paar Tipps und Tricks und Anwendungsbeispiele enthalten. Erstmal zum Produkt selbst. Es kommt in einer Glasflasche mit einer Dosierpipette und hier sind 30 Milliliter drin. Habe ich schon gesagt, was es kostet? Nein, habe ich nicht. Es kostet 4,95 Euro. Das eignet sich sowohl zum Mischen mit einer Gesichtspflege oder auch mit einer Körperpflege und soll so einen schönen, strahlenden Glowy-Tint zaubern und ganz individuell bräunen. Und das, finde ich, ist auch etwas richtig Cooles an diesem Konzentrat oder an Bräunungskonzentraten generell, weil ihr selber entscheiden könnt, wie viele Drops benutze ich denn davon, wie intensiv möchte ich die Bräune haben, wie schnell möchte ich bräunen und das kann man ganz individuell gestalten hier. Kommen wir zur Anwendung. Ich möchte dieses Produkt jetzt in diesem Video mit euch auf dem Gesicht testen. Wie gesagt, ihr könnt es auch an jeder anderen Körperstelle benutzen. Und hier ist es so, ihr benutzt einfach die ganz normale Menge an Tagespflege, die ihr auch ohne die Drops benutzen würdet. Und dann könnt ihr 1 bis 5 Tropfen in eure Tagespflege dazu mischen. Einfach in die Hand geben, gleichmäßig verteilen. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Live-Anwendung, wie ich es beim allerersten Mal gemacht habe. Man trägt es einfach auf die Haut auf, lässt es einziehen. Fertig. Ein paar wichtige Hinweise vielleicht nochmal vorab. Vermeidet auf jeden Fall Augenkontakt. Und auch wenn das für die tägliche Anwendung geeignet ist, wenn ihr eine Hautirritation oder so feststellt und denkt, es kommt von diesem Bräunungskonzentrat, dann setzt es auf jeden Fall ab. Auch wenn das Zeug braun macht, da ist kein UV-Schutz oder sowas drin, ne? Das dürft ihr nicht verwechseln mit eurem SPF. Ihr müsst trotzdem Sonnenschutz auftragen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr das vollständig einziehen lasst und auch wirklich eure Hände danach wascht, um auch Flecken zum Beispiel auf Textilien oder so zu vermeiden. Ja, was gibt's noch? Also wenn ihr zum Beispiel vorhabt, Sport zu machen direkt im Anschluss, würde ich euch nicht empfehlen, das zu benutzen, weil das könnte dann auch fleckig werden. Es muss wirklich schön einziehen. Ich kann euch empfehlen, es auf jeden Fall abends zu benutzen, bevor ihr ins Bett geht. Am besten aber auch schon 2-3 Stunden vorher, dass es schön Zeit hat, einzuwirken und ihr es auch nicht schnell wieder runterwaschen müsst. Außerdem empfiehlt die Marke auch, dass ihr die Dosierung nicht überschreitet, also wirklich auch nicht mehr als 5 Tropfen nehmt. Und ihr solltet es auch immer mit einer Pflege mischen, also nicht unverdünnt benutzen. Dann kommen wir zu einem super essentiellen, wichtigen Part in puncto Selbstbräuner. Und das gilt jetzt nicht nur für diese Drops, sondern grundsätzlich. Und zwar ist das die richtige Vorbereitung. Wenn ihr nämlich wirklich eine ebenmäßige, gleichmäßige Bräune haben möchtet, dann ist die Vorbereitung extrem wichtig. Damit unser Selbstbräunungskonzentrat in diesem Fall wirklich gleichmäßig einziehen und wirken kann, sollte eure Haut vorher so glatt wie möglich sein. Wie schafft ihr das? Und zwar, indem ihr die Haut vorher ordentlich peelt und am besten auch enthaart. Ich kann euch mal sagen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe ein paar Tage, bevor ich die Anwendung gestartet habe, meine Haut schon gepeelt. Das bedeutet, ich habe so Peelings benutzt wie von Paula's Choice, das BHA vom Schlafengehen in meiner Abendroutine, in meiner Pflege und dann auch nochmal das AHA von Colibri. Dann habe ich außerdem auch noch alle Härchen auf der Oberlippe und in der kompletten Stirnpartie entfernt, denn da habe ich besonders
ja, viele Härchen, beziehungsweise eigentlich sieht man sie nicht, aber man fühlt sie. Und das heißt, sie sind da, was auch bedeutet, dass sie vielleicht beim gleichmäßigen Auftrag des Selbstbräuners irritieren, stören, fleckig werden könnten, wie auch immer. Und deswegen habe ich die mit der Fadentechnik einfach einmal entfernt, wie ich das gemacht habe und auch zu den anderen Pflegeprodukten. Ihr findet Videos bei mir auf dem Kanal, die auch nochmal zum Thema Augenbrauenpflege, Augenbrauenzupfen oder auch ganz viel zum Thema Skincare. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal an, wie ich das Ganze angewandt habe. Es ist soweit, wir testen den Selbstbräuner. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, dass es gut funktioniert und ich habe eben auch noch mal ein Vorher-Foto gemacht, damit wir uns im Nachhinein auch richtig gut angucken können, ob sich denn innerhalb einer Woche oder ein paar Tagen schon etwas tut. Was ich jetzt schon auf meinem Gesicht habe, ist ein bisschen Hyaluron gemischt mit Acelain bzw. mit einem Booster von Colibri, wo Acelainsäure mit drin ist, als kleine Base. Und da drauf gebe ich dann immer meine Tagespflege. Im Moment ist das diese hier von No Cosmetics. Da seht ihr sie noch mal von nahem. Und wie gesagt, mischt man dann einfach ein bisschen 1 bis 5 Tropfen von diesem Konzentrat mit der Tagespflege. So, ich habe mir jetzt eine kleine Menge von meiner Tagespflege in meine Handinnenfläche gegeben. Und das Konzentrat kommt hier auch mit so einer Pipette und hier oben könnt ihr draufdrücken, um das auch richtig gut zu dosieren. Und als ich damals das Produkt von Clarins benutzt habe, weiß ich noch, dass ich da immer extrem viele Tropfen nehmen musste, damit es eine ordentliche Wirkung hat. Also diese leichte Dosierung mit der leichten Bräune, das hat bei meinem Hauttyp irgendwie gar nicht wirklich was gebracht. Deswegen bin ich gerade stark am Überlegen, wie viele Tropfen ich nehme. 1 bis 5, dann nehmen wir mal 4. Okay, da kommt extrem viel raus. Nicht zu doll drücken. Das waren bestimmt schon 2, 3 Tropfen. Ich mische das jetzt einfach schon mal auf meiner Handinnenfläche. Wie ihr seht, hat das jetzt in meiner Handinnenfläche überhaupt keine Färbung angenommen. Also es hat jetzt keinen dunkelbraunen Ton oder so, sondern es hat sich einfach ganz natürlich mit der Creme verbunden sozusagen. Dann tragen wir die mal auf. So, ich verteile das mal so ein bisschen auf den Hals runter, damit wir nicht irgendwie so einen komischen Cut oder Übergang haben. Und ich merke schon, ich hätte mehr von meiner eigenen Creme nehmen können. Die ist halt extrem ergiebig und deswegen nehme ich immer nicht zu viel, damit ich nicht so glänze. Aber für diesen Fall hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr nehmen können. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich das alles trotzdem gleichmäßig in meinem Gesicht verteilt habe. Was ich jetzt mache, ist die nächsten, ja, weiß ich noch nicht ganz genau, paar Tage auf jeden Fall, jeden Tag dieses Bräunungskonzentrat zu benutzen und euch jeden Tag hier vor demselben Fenster mit dem, naja, selben Tageslicht kann man nicht sagen. Ich hoffe, dass das Licht ungefähr gleich ist. Ein Foto zu machen mit meinem Handy, mit demselben Abstand zu meinem Gesicht, mit ja, denselben Gegebenheiten. Und dann können wir uns am Ende gemeinsam einmal anschauen, ob das Konzentrat etwas gebracht hat und ob es auch in ein paar Tagen schon ganz gut wirkt. Ich bin echt aufgeregt und ja, wir sehen uns. So, ich habe mich mal ein Stückchen zur Seite gesetzt, damit ich euch da gleich die Fotos einfügen kann. Denn wir schauen uns jetzt zusammen die Fotos der ganzen einzelnen Tage an. Zuerst einmal zeige ich euch ein Ausgangsfoto meiner Haut, wie ich eben beschrieben habe. Ich habe direkt, bevor ich es angewandt habe, einmal meine Haut fotografiert. Ihr seht, ich habe schon von Natur aus eine leicht gebräunte Haut. Ich bin nicht sehr dunkel, ich bin aber auch nicht sehr hell. Und man sieht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Hyperpigmentierung, Pickelmale, all sowas, was ich vielleicht auch mit dem Selbstbräuner ein bisschen ausgleichen möchte. Und hier seht ihr meine Haut am nächsten Tag, also nach der ersten Anwendung. Ich finde, man sieht hier schon deutlich einen Unterschied. Also es sieht so ein bisschen goldiger aus, glowier aus, ein bisschen, ja, einfach gebräunter, oder? Was meint ihr? Ich habe auch direkt feststellen können, dass die Bräune sehr gleichmäßig geworden ist. Also ich erkenne hier nichts, wo ich sage, boah, krasse Flecken oder so. Also es war alles easy. Tag 2. Ich habe immer die gleiche Anzahl von Drops übrigens benutzt. Hier sieht man schon wieder einen Unterschied, finde ich. Ich bin da auf jeden Fall noch dunkler, noch brauner, noch goldiger geworden, finde ich. Was ich mich da allerdings gefragt habe, Leute, also ich habe hier um die Lippen an den Mundwinkeln herum diese Hyperpigmentierung. Das heißt, ich bin hier etwas dunkler. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht der Selbstbräuner das Ganze ein wenig verstärkt hat. Weil hier dann über der Lippe bin ich fieserweise wieder etwas heller. Und ich habe gedacht, bringt der Selbstbräuner das vielleicht ein bisschen mehr heraus? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Ich habe auf jeden Fall dann versucht, das Ganze punktueller aufzutragen. Das heißt, die letzte Anwendung habe ich so gemacht, dass ich diesen Teil, der sowieso schon etwas dunkler ist, und auch den Part unter den Augen, der bei mir von Natur aus etwas dunkler ist, einfach ein bisschen ausgespart und nur so mit den Resten eingecremt. Und den hauptsächlichen Teil habe ich dann eher auf die Flächen gegeben, auch hier so leicht über der Lippe, und dachte so, oh, mal sehen,
sehen. Nicht, dass das fleckig wird, weil ich habe es ja nicht gleichmäßig aufgetragen, aber es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Und hier seht ihr das Ergebnis nach der dritten Anwendung. Ich finde, es hat funktioniert, es punktuell aufzutragen. Also ich sehe hier keine Flecken oder irgendwelche Nachteile davon, dass ich das jetzt nicht mehr komplett gleichmäßig im Gesicht aufgetragen habe. Ich finde, die Hyperpigmentierung sieht man auch tatsächlich ein bisschen weniger. Und ja, das ist das letzte Foto, was ich gemacht habe. Was ich mich da aber gefragt habe, ich habe es ja wirklich jetzt 3 Tage in der höchsten Dosierung am Stück benutzt. Gefällt mir dieser Hautton, weil ich finde, es sieht schon sehr, sehr goldig aus. Und bei meiner Haut muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht so leicht ins Gelbliche kommt, weil das ist mir dann auch wieder too much und dann sieht es auch sehr nach Selbstbräuner aus, finde ich. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich so 2 Tage am Stück durchziehen und dann immer mal wieder auffrischen. Aber grundsätzlich bin ich echt voll begeistert von dem Zeug, oder? Also jetzt gucken wir uns nochmal das Foto von vorher und das Foto nach der dritten Anwendung an. Und es hat doch echt krass was gebracht. Und es sieht doch auch, also meiner Meinung zumindest nach, sehr gut und sehr natürlich aus. Und da brauche ich mir nicht mehr in die Sonne legen, Leute. Kommen wir zur Frage, wie lange hält denn das Ganze auf der Haut? Wie lange hält die Bräune? Also es kommt immer drauf an. Es ist recht individuell, je nachdem, wie schnell sich eure Haut erneuert, ob ihr vielleicht Peelings benutzt oder so. Ich würde sagen, bei mir hält das Ganze so 5 bis 7 Tage, bis ich wirklich wieder zu meiner Ursprungsfarbe zurückgekehrt bin. Was richtig cool war, die Bräune ist dann auch gleichmäßig wieder verschwunden. Also es war nicht fleckig oder an der einen Stelle schneller, an der anderen Stelle langsamer verschwunden. Es ist sehr gleichmäßig ausgefadet und das hat mir auch nochmal echt gut gefallen. Und was ich mega finde an diesem Produkt, ihr könnt ja auch einfach, wie ich eben schon meinte, die Bräune so ein bisschen auffrischen. Ne? Ihr könnt ja auch sagen, hey, ich mache mal 2 Tage 5 Tropfen, dann mache ich die folgenden Tage mal nur 1 Tropfen, um die Bräune so ein bisschen beizubehalten. Oder ich möchte noch ein bisschen dunkler gehen, dann nehme ich beim nächsten Mal wieder 5 Tropfen. Ich beschäftige mich ja auch sehr, sehr mit dem Thema Skincare und reine Haut und bei mir ist auch so die Frage aufgekommen, bekomme ich vielleicht Pickel davon? Also ich habe zwischendurch an einem Tag mal so ein paar Unreinheiten dazu bekommen und dachte so, ups, sind die jetzt vom Selbstbräuner? Aber im Nachhinein habe ich gedacht, nee, das waren ganz normale Unreinheiten, weil ich habe danach keinen Ausbruch bekommen oder so. Deswegen denke ich, meine Haut hat es ganz gut vertragen. Dann ist Selbstbräuner ja auch so ein leidiges Thema, was die Handinnenflächen angeht, weil man sich ganz, ganz oft da so dunkle Flecken oder komplett dunkle, gelbe, braune Stellen auf den Handinnenflächen einholt. Aber ich muss sagen, das war hier nicht ganz so doll der Fall. Also es war der Fall, das kann ich nicht leugnen. Ich hatte ein paar braune Flecken auf den Handflächen, aber also lange nicht so extrem, wie man das manchmal sieht. Da möchte ich am Ende jetzt nochmal einen finalen Vergleich zu dem teuren Produkt von Clarin ziehen. Ist dieses Sundance-Produkt vielleicht genauso gut? Ist es vielleicht sogar besser? Ganz ehrlich, ich habe das Produkt von Clarin damals komplett aufgebraucht und ich kann euch jetzt nach ein paar Tagen schon sagen, dieses hier kann locker, wirklich locker und allein schon wegen dem Preisunterschied, aber auch von der Wirkung mit dem teuren Produkt mithalten. Ich werde das jetzt fest in meine Routine integrieren. Und ich habe mir auch vorgenommen, das mal am Körper auszuprobieren, zum Beispiel an den Beinen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch schon mal einen ganz guten Einblick geben, falls ihr überlegt habt, auch mal Selbstbräuner, Konzentrate oder Drops auszuprobieren und ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Falls sich meine Mühe gelohnt hat, gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr Bock habt auf mehr Beauty-Content, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich ansonsten wie immer, wenn wir uns ganz bald in einem neuen Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben.